Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder. Ich spreche heute über ein Thema, was vor allem in der Reisezeit ein Thema ist, aber auch zwischendurch. Und zwar, dass es Kinder gibt, die fast regelhaft bei längeren Autofahrten zu spucken beginnen, dass ihnen schlecht wird und auf diese Weise eine Reise zur Tortur machen für alle, die mit im Auto sitzen. Es wird oft nicht verstanden, was mögliche Gründe dafür sind, und wenn Sie dieses Video gehört haben, werden Sie etwas mehr verstehen. Wann wird es uns schlecht? Und das gilt sowohl für uns Erwachsene als auch für Kinder. Es wird uns schlecht, wenn unser Gehirn Informationen bekommt, die nicht zusammenpassen. Das heißt, wenn wir im Auto sitzen und wir schauen ein Buch an, dann melden unsere Augen, dass alles ganz normal und ruhig ist, weil der Abstand zum Buch immer der gleiche ist und sich bei einer Bewegung des Autos Buch und Kopf und Augen gleichzeitig mitbewegen. Das heißt, die Augen melden, alles ist in Ordnung. Fährt das Auto jetzt in diesem Moment um eine Kurve, dann meldet das Gleichgewichtsorgan, wir machen eine Kurve. Die Augen melden, nö, ist alles gleich, ich sehe nichts, dass sich irgendetwas bewegt, also fahren wir geradeaus. Das Gleichgewichtsorgan meldet, nee, wir gehen in eine Kurve. Und das ist der Moment, wo unser Gehirn Schwierigkeiten hat, zwei Informationen gleichzeitig übereinander zu bringen und zu sagen, das ist logisch. Es ist nicht logisch, wenn das Auge sagt, es geht geradeaus, und das Gleichgewichtsorgan sagt, es geht um die Kurve. Das ist der Grund dafür, dass uns übel wird. Dem einen wird nur übel, das ist schlimm genug, aber den Kindern kommt es in der Regel hoch, wenn es ihnen übel ist, und sie spucken oft unvermittelt. Wenn Sie also wissen, dass das häufigste Reiseproblem bei Kindern darin besteht, dass sie nicht nach draußen gucken, dann ändern Sie das ab jetzt. Verbannen Sie die Bücher aus oder auch die Videos, die es ja heute gibt, die Bildschirme aus dem Auto, und versuchen Sie, Ihr Kind am Fahrgeschehen zu beteiligen, indem Sie es immer wieder auffordern und fragen, siehst du das oder schau mal da, so dass die Kinder gezwungen sind und es automatisch machen, nach draußen zu gucken. Denn dann kriegen sie mit, dass das Auto geradeaus oder um eine Kurve fährt, dann passt die Information, was das Auge und was das Ohr an das Gehirn liefert, zusammen. Etwa 80% aller Übelkeiten im Auto kann man, das ist meine Überzeugung und Erfahrung, allein mit dieser Maßnahme verhindern. Bei 20% reicht das auch nicht aus. Für die gibt es dann entsprechende Medikamente. Das besprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt, der weiß das, was es da alles gibt. Ich selbst verwende als eine mögliche Alternative für die, die das wollen, ein homöopathisches Mittel, was sich sehr, sehr gut bewährt bei Übelkeit im Auto oder im Flugzeug oder in der Seilbahn oder wo auch immer. Und das ist der Wirkstoff Cocculus in einer Potenz von D4. Bei mir hat sich das sehr gut bewährt, bei vielen Patienten auch. Das bedeutet, man nimmt 3 bis 5 Kügelchen einfach direkt vor der Reise auf die Zunge, lutscht sie, und bei vielen ist auf diese Weise die Übelkeit dann auch kein Thema mehr. Ich denke, mit diesen Tipps werden Sie stressfreie Reisen erleben. Viel Erfolg! Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich möchte heute sprechen über das, was Sie wissen sollten über Fieber und Schmerzmittel. Fieber und Schmerzmittel gehören zu den Medikamenten, die am häufigsten verschrieben und am häufigsten gegeben werden, sowohl im Kindesalter, Jugendalter als auch im Erwachsenenalter.